So, hallo Leute, ich begrüße euch. Ich habe euch ja angekündigt, dass ich doch nochmal mir ein Team zusammen mache. Und das hat sehr lange gedauert, wirklich ziemlich ewig. Aber ich habe nicht gecheatet oder so, sondern ich habe das alles ganz normal gemacht. Was habe ich noch gemacht? Das möchte ich mal kurz alles erklären. Erstmal auch den Mauszeiger aus dem Bild rausbewegen. So, folgendes. Als allererstes habe ich natürlich die ganzen Pokémon, die tot waren, freigelassen. Und die Items natürlich auch dann mit freigelassen. Weil Leichen, wie gesagt, können ja keine Items tragen. So, nächster wichtiger Punkt. Für 40 gefangene Pokémon, und das hatten wir auch, wir hatten eigentlich noch mehr, aber ein paar Pokémon kann man ja nicht zählen, weil die nicht Nuzlocke waren. Aber selbst mit den nur Nuzlocke-Regeln hatten wir mehr als 40 Pokémon. Da konnte man sich den Kampffahnder holen. Das ist also ein Basis-Item, womit man nach 100 Schritten jeweils immer das aktivieren kann, und da sieht man, welche Trainer nochmal kämpfen wollen. Ist ganz praktisch, es gibt nämlich ein paar Trainer, zum Beispiel links von Lavandia gibt es so einen Spieler, wenn man den besiegt, da gibt er ziemlich viel Geld. Aber nicht nur das, es gibt auf den Islandern in der im Ferienparadies gibt es auch noch ein paar Trainer und Trainerinnen, die geben extrem viel Geld. Und da macht es sich natürlich praktisch, wenn man immer nach 100 Schritten wieder trainieren kann. Das heißt, ich habe mir mittlerweile so viel Geld geholt, dass ich mir auch wieder gute TMs leisten konnte in der Spielhalle und gute Items kaufen konnte. Ja Leute, und als kleinen Zusatz, das habe ich jetzt vor uns vergessen, wollte ich euch nochmal zeigen, als ich noch trainiert habe, meine Pokémon, guckt mal auf die Level 88, 85, 82, war mal so nicht so weit. Da ist mir ein Shiny Parasect begegnet und ich hatte aber keine Bälle mit. Und das wollte ich euch einfach nochmal zeigen, das Shiny Parasect. No? Als kleine Zusatzanmerkung an dieser Stelle. Ciao! Als nächstes, das ist aber unwichtig, ich habe das Item Drachenhaut verkauft, weil ich brauche es nicht. Dann, was ganz wichtig ist, Leute, ich habe mir ja drei neue Pokémon rausgesucht, die werde ich euch gleich mal zeigen. Was aber ganz wichtig ist, die Pokémon sind diesmal EV trainiert. Zumindest ein bisschen. Das heißt, ich habe größtenteils immer nur dasselbe Pokémon besiegt, was bestimmte EVs bringt. Ich erkläre das jetzt nicht mit den EVs und DVs. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ich meine, ist es auch nicht so schlimm. Jedenfalls sind die Pokémon jetzt sehr einseitig trainiert. Die sind halt jetzt besonders gut bei Angriff und Spezialangriff und bei den anderen werden ziemlich schlecht. Aber die Leute, die das kennen, den Sachverhalt und so, die wissen das ja jetzt auch, worum es hier geht. Na? So, dazu habe ich in den Ruinen trainiert. Da gab es nämlich Incognito und Incognito bringt immer ein EV bei Angriff und gleichzeitig bei Spezialangriff. Des Weiteren hatte ich ja den Detektor und habe so während meines Trainings und so weiter immer mal ein bisschen geguckt mit dem Detektor. Da habe ich auch noch ein paar Items gefunden, zum Beispiel auch in der Schatzgastete oder Gestade oder wie auch immer die heißt. Da gab es dann noch solche Sachen wie Riesenperle oder Sternstück zu finden. So, genug gelabert, ich möchte euch jetzt meine Pokémon mal vorstellen. Ich hätte also hier jetzt dieses Carpador Level 7 aus Fuchsanian City, habe ich zu Gyarados entwickelt und hat jetzt gute Werte. Level 100 natürlich, alles Level 100 jetzt. Habe ich jetzt die Attacken Surfer, Eisstrahl, Stärke und Flammenwurf beigebracht. Ja, statt Flammenwurf wäre auch noch Donnerblitz gegangen, aber ich finde Flammenwurf irgendwie cooler. Auch wenn es eigentlich nicht sehr brauchbar ist. Ja, das Golbat, was wir in der Azuria-Höhle gefangen haben, habe ich natürlich auch trainiert. Das wurde jetzt X-Bat. Mit den Attacken Giftzahn, Hyperstrahl, Spukball und Fliegen. Ja, was Besseres kann das nicht. Also Spukball ist nicht so toll, aber naja. Das ist mein VM-Sklave immer noch, den habe ich ja noch. Und hier Lapras aus Prismania, nee, aus Safronia City. Mit Surfer, Eisstrahl, Bodyslam und Donnerblitz. Also auch sehr episches Pokémon.
So, dann hätten wir hier noch meinen VM-Sklave. Den lege ich mal jetzt noch nicht ab, weil ich möchte vorher noch was machen. Während ich nämlich die ganze Zeit hier trainiert habe, habe ich auch ein paar Pokémon noch in die Pension geschafft. Ah, jetzt, na, da gehen wir jetzt hier unten lang. Und habe die dort ein bisschen heimlich trainieren lassen. So, da hätten wir also jetzt hier. Können wir ruhig bezahlen, wir haben eh genug. Habe ich hier noch ein Garados, das andere. Erst Carbador, dann habe ich es entwickelt, dann habe ich es hierher geschafft. Ja, ist jetzt Garados Level 42. Sollten wir... Ach, hier ist sogar noch ein PC, können wir gleich mal nutzen. Sollten wir tatsächlich noch unser nächstes Team nochmal verlieren, was aber fast jetzt unmöglich ist, dann haben wir noch ein bisschen was Gutes, wo wir nicht mehr ganz so viel trainieren müssen. Ihr wisst, wie ich das jetzt meine. So, wir fliegen mal nach Orania City, weil wir müssen jetzt mal nochmal kurz auf die Islander gehen. Dann rüsten wir uns noch mit ein paar Items aus, geben unseren Pokémon noch ein paar anständige Bären. Und dann geht's los. Und ich werde jetzt diesmal alles in einem Part machen. Ich habe keine Lust, hier nochmal zu schneiden. Das wären dann zu viele Parts. Ich werde jetzt in diesem Part alles machen. So, ich will alle beide mitnehmen. So, können wir also hier nochmal gucken. Das Tangela habe ich hingeschafft. Ist jetzt Level 47, hat was Schönes gelernt. Eigentlich nicht. So, und das, ja, vielleicht brauchen wir irgendwann mal noch einen Tentoxer. So, ein letztes Mal auf den PC geschaut. Die legen wir jetzt noch ab, die Pokémon, die brauchen wir nicht. Unseren VM-Sklave legen wir ab. Und unsere beiden Pokémon, die wir eben aus der Pension geholt haben. Und mit unserem epischen Team geht's dann los. Also, ihr seht, wir könnten uns jetzt noch ein anständiges Sechser-Team machen. Ist aber nicht mehr nötig. So, habe ich das jetzt die große Klappe, aber ist wirklich nichts nötig. Ja, Items haben wir auch keine. So, jetzt gehen wir zum Indigo Plateau. Müssen wir erstmal nach Orania City fahren. So, ich lasse auch die zweifache Geschwindigkeit, weil sonst dauert es einfach zu lange. Indigo Plateau, so. Das Münzamulett, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das legen wir also ab. So, jetzt können die noch ein paar anständige Bären kriegen. Garados, was kann der für eine Bäre gebrauchen? Gehen wir mal in unsere Bärentasche. Ich habe auch noch viele Bären gefunden im Übrigen. Ja, natürlich, Brunusbäre ist immer gut. So, dann X-Bad kriegt eine Citrobäre. Füllt zwar bloß 30 kb auf, aber okay. Labras, was kann der gebrauchen? Paralyse. Ja, meinetwegen Paralysebäre, so. So. Jetzt gucken wir mal, was wir alles noch so verkaufen können. Ich habe mir übrigens auch noch von den restlichen Münzen noch eine gelbe Flöte geholt. Ist also ganz nützlich, wenn man verwirrte Pokémon hat. X-Items habe ich jetzt nicht viele mit, brauchen wir aber auch nicht. So, hier ist nichts mehr zu verkaufen. Höchstens hier noch die Pulver-Sachen hier, die man absolut nicht brauchen kann. Okay. So, und von dem restlichen Geld kaufen wir uns jetzt noch was. Was weiß ich hier, Parmatop-Genesung. So, zack. Ja, machen wir noch ein bisschen mehr hier. Noch ein paar Top-Tränke. So, und von dem Rest noch ein paar Hyperheiler. Oh, da können wir uns wirklich viel kaufen. Okay. Ja, habe ich wieder toll gemacht. Na gut. So, Leute. Für Lorelei, ich gucke jetzt auch nicht im Internet, also das müssten die eigentlich jetzt hier locker schaffen. Für Lorelei habe ich mein Labras geplant. So, und es geht jetzt los. Also, Leute, das ist jetzt wirklich das Finale meines Let's Plays. Ich habe nun mein endgültiges Team, Level 100, also absolut maximiert. EV trainiert, DVs haben sie auch nicht so die schlechtesten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es geht einfach los jetzt. Ich lese das auch nicht vor jetzt. So, Lorelei, was hat sie denn?
So, dann machen wir einfach Donnerblitz und müsste sich ja eigentlich erledigt haben. Das sollten wir eigentlich Surfer machen können. Ist eigentlich jetzt nicht sehr episch, aber ich bin ja schon ein paar Mal enttäuscht worden hier. Ich möchte nicht nochmal alles verlieren, deswegen habe ich jetzt einfach ganz tapfer alle meine Pokémon auf Level 100 trainieren. Stört uns eigentlich gar nicht. War ein sehr epischer Kampf, muss man echt mal sagen. Bla bla blub, genau. So. Da können wir jetzt eine Limonade nehmen, einfach weil wir es können. So. Für Bruno gibt es eigentlich viele Möglichkeiten. Was nehmen wir denn? Ach, wir nehmen Garados. So, zack. So ist eigentlich jetzt egal, ob wir Surfer oder Flammenwurf machen. Surfer ist auf alle Fälle besser, weil es Step ist, aber ich finde Flammenwurf einfach auch irgendwie cool. So lächerlich die Top 4 eigentlich. Ach ja, süß. Ja, hat man das also auch geklärt. Wir haben noch nicht eine von unseren Bären gebraucht. Da wollen wir doch jetzt mal noch ein paar Tafelwasser hier nehmen. Zwei Stück. Garados, Mark Selders. So, was nehmen wir für Agathe? Ach, wir nehmen mal X-Bad, oder? Warum nicht? Man kann uns auf alle Fälle das Gengar nicht nerven. Gengar ist Geschichte. Traunfuki genauso. Ja, X-Bad, flieg. Oh, da kann auch Spukball, interessant. Spezialverteidigung sinkt, mach mal einfach Hyperstrahl jetzt. Ach scheiße, da muss ich ja aufladen. Ah, das war blöd. Sollte aber nicht das Problem sein. Na toll. Verringerter Angriff. So, jetzt aber, oder? Ja, jetzt müsste es weg sein. So, Agathes Aufgeschichte war also auch nicht das Problem. Wir nehmen noch zweimal Tafelwasser. So, was nehmen wir denn für einen Siegfried? Dann nehmen wir einfach nochmal Lapras.
Da geben wir Labras aber jetzt auch nochmal ein Elixier, dass es mal alle AP auffüllt. So, also das dürfte eigentlich jetzt auch kein Problem sein. Wir haben Eisstrahl, wir haben Donnerblitz, also das ist eigentlich jetzt der einfachste Gegner. Wäre Surfer eigentlich besser gewesen, weil es Step ist. Ich habe übrigens mir auch noch überlegt, Labras Eiseskälte zu geben und dann einfach später Eisstrahl beizubringen, wenn die AP von Eiseskälte weg sind. Aber Leute, guckt mal, es ist gar nicht nötig. Vollkommener Quatsch. Cetra King, ja, was macht man da? Pff. Auch Eisstrahl, hä, oder? Ist das also auch Geschichte hier? Wunderbar. So, da würde ich sagen, den letzten machen wir auch wieder mit X-Bad. Weil es einfach... Na, von meinen Pokémon hat es eigentlich die schlechtesten Werte, da hat Labras die besten Werte. Aber egal, wir nehmen einfach X-Bad. Oder wollen wir Garados Level 7 nehmen, weil das so episch war? Ja, wir nehmen mal Garados Carpador Level 7. So, das kriegt noch zweimal Tafelwasser hier, falls wir das nochmal brauchen. Was aber eigentlich fast unmöglich ist. Hätte ich eigentlich wirklich, hätte gereicht, wenn ich Level 85 genommen hätte. Na gut, Garados kriegt nochmal Top Elixier. So. Und da geht's los jetzt hier. Leute. Von diesem Let's Play wird es der absolute finalste Kampf und diesmal wird dieser erfolgreich ausgehen. Bla bla blub. Ja, Gary, du Blödmann, du hast mich schon mal besiegt. Da war ich aber dumm. Diesmal bin ich schlauer. Scarabon. Ich würde sagen, Flammenwurf und die Sache ist Geschichte. Wenn es daneben geht. Ja, Garados hat ziemlich schlechte Werte bei Spezialangriff. Hat nämlich dort sogar das negative Wesen. Ja, und hat auch, ja, obwohl es von den DVs her eigentlich das meiste hier hat. Okay, so ist also Geschichte. Despotar, ja, das machen wir einfach Surfer. Sandsturm kannst du für mehr was machen, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Oh! Na, ist es wenigstens tot? Nö. Da würde ich sagen, nehmen wir doch mal noch einen Top-Trank jetzt. Ich meine, da kann ich im schlimmsten Fall Psychokinese machen, das ist auch eigentlich nicht so schlimm. Selbst mit Volltreffer. Im Übrigen möchte ich mal noch was kurz sagen zum Nuzlocke allgemein. Labras hat nämlich die beste Fähigkeit, wie mein Kumpel sagt, für Nuzlocke, nämlich Panzerhaut. Das heißt, der Gegner kann keine Volltreffer landen. Das ist für Nuzlocke wirklich sehr hilfreich. Da hat mein Kumpel also vollkommen recht. Ich habe das noch gar nicht so mitgekriegt, aber es ist tatsächlich so. So eine Stärke, das ist Geschichte hier. Kokowaya, mach mal einfach Flammenwurf drauf. Können ja dann nur noch mal einen Trank einsetzen. Ja, jetzt haben wir natürlich keinen Donnerblitz, sondern Flammenwurf, aber ja, ist eigentlich auch egal. Machen wir jetzt nochmal Top-Trank hier. Ja,
Da müsste sich der Sandsturm aber ja langsam mal legen. Halt, ich wollte angreifen. Na, ist es jetzt schon schneller als wir? Sag mal, der Sandsturm müsste sich langsam mal legen. Sind doch nur schon 5 Runden vorbei, hä, oder? Das stört uns nicht. Lura kann gar nichts. Nicht mal Drachenklaue kann uns wehtun. So Leute, das war's. Jetzt ist das Let's Play vollkommen erfolgreich abgeschlossen. Da gucken wir uns jetzt auch nochmal die Credits an und lesen uns den ganzen Mist nochmal durch, von mir aus. Wurde auch echt Zeit, dass es jetzt vorbei ist, weil das Training auf Level 100, das hat echt, ich will nicht übertreiben, aber das hat locker 5-6 Tage in Anspruch genommen mit jeweils 2 Stunden Spielen. Also das ist schon wirklich, selbst mit hoher Geschwindigkeit, das war trotzdem ganz schön lang. So, ich dachte, ich war euch das einfach schuldig, das Let's Play jetzt auch nochmal erfolgreich abzuschließen. Ja, gucken wir uns nochmal die Ruhmeshalle an. Ja, schön. Fein. Ja, das ist vollkommen bedeutungslos. So. Gut, Leute, ich habe mich ja schon mal bedankt, wo wir gegen Gary verloren haben, das erste Mal in der Slipco-Einrichtung. Da werde ich also jetzt auch nicht nochmal irgendwas dazu sagen. Und ich habe mich ja auch schon mal ordnungsgemäß und schön verabschiedet im vergangenen Part, wo wir wieder gegen Gary verloren haben, aber diesmal als Champ. Deswegen werde ich mir die Danksagungen jetzt sparen. Ich habe euch einfach diesen Part mal hier noch gemacht, weil für mich war das selber doof, hier ein Let's Play zu machen und dann zu scheitern im letzten Kampf. Deswegen habe ich es jetzt nochmal gemacht und ist vielleicht für euch auch nochmal ganz interessant gewesen. Auch wenn das jetzt relativ unepisch war, aufgrund des hohen Levels, aber war einfach die sicherste Möglichkeit hier. Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich und wir sehen uns vielleicht bei einem meiner nächsten Let's Plays. Euer MTech verabschiedet sich. Ciao, Leute!